Frau Ministerpräsidentin, einer der ganz maßgeblichen Gründe, warum die SPD in Rheinland-Pfalz gewonnen hat, waren Sie. Was heißt das für die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz? Was nimmt er mit aus Ihrem Wahlkampf oder auch von Ihnen? Ja, Olaf Scholz braucht ja keine Ratschläge. Er weiß genau, wie man ein beliebter Regierungschef in einem Bundesland ist. Und er weiß genau, wie man ein guter Vizekanzler ist. Insofern macht im Moment die Bundes-SPD eigentlich alles richtig. Sie ist geschlossen, sie hat ein Zukunftsprogramm und sie hat wirklich einen sehr, sehr guten Kandidaten. Insofern denke ich, müssen die dann nach diesen Landtagswahlen Gas geben. Und dann werden wir auch als starke SPD aus der Bundestagswahl hervorgehen. Wenn Sie die Geschlossenheit der SPD ansprechen, fällt mir spontan die Debatte über die Identitätspolitik ein, der Streit zwischen Gesine Schwan und Wolfgang Thierse auf der einen Seite und der Parteivorsitzenden Esken und Kevin Kühnert auf der anderen. Solche Diskussionen sollten in Zukunft dann aber vermieden werden. Ne? Das würde nicht für Geschlossenheit sprechen. Also die Partei ist geschlossen. Es ist nämlich gar kein grundsätzlich tiefgehender Streit. Die Gespräche laufen zwischen den Protagonisten, die da involviert sind. Aber ich bin total zuversichtlich, dass es nichts daran ändern wird, dass die SPD jetzt schon so lange wirklich geschlossen auftritt, dass wir uns über Themen immer wieder auch mal streiten. Das ist doch okay, wir sind eine demokratische Partei, aber wir sind insgesamt wirklich, stehen wir stark da. Und das Programm ist gemeinsam verabschiedet worden, der Kanzlerkandidat gemeinsam auch nominiert worden durch den Vorstand. Und darum geht es, dass wir wirklich sagen, unser Ziel ist klar, wir wollen stärkste Partei werden. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich auch völlig zu Recht, dass Olaf Scholz keine Ratschläge braucht. Er wird sich überlegen, wie er es macht. Er ist auch schon mal Regierungschef gewesen, völlig richtig. Aber wenn man Ihre Zahlen, die Ergebnisse von Rheinland-Pfalz genauer anguckt, dann fällt einem natürlich auch auf, dass insbesondere junge Wählerinnen und Wähler nicht die SPD gewählt haben. Ältere aus Generationengründen nicht mehr wählen konnten die SPD. Also was muss man denn aus diesen Ergebnissen mitnehmen für den Wahlkampf zur Bundestagswahl im September? Ja, wir haben eine niedrige Wahlbeteiligung gehabt und das schlägt sich natürlich auch dort überall nieder. Aber wir sind schon daran am Arbeiten, als SPD auch wieder attraktiv zu werden für junge Menschen. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Und eine der Grundvoraussetzungen ist, dass unsere Programme wirklich auch Zukunftsprogramme sind, so wie wir es auch vorgelegt haben. Das heißt, was interessiert junge Menschen? Und was die ganz besonders interessiert, ist natürlich die riesige Herausforderung, die wir zu stemmen haben beim Thema Klimaschutz. Und weder Olaf Scholz noch ich als Regierungschefin fangen damit von vorne an, sondern wir sind starke Verfechter für einen nachhaltigen Klimaschutz. Und das ist ein Angebot an die Jugend, aber es ist auch ein Angebot an die Jugend, junge Leute aufzustellen und sie mitgestalten zu lassen in unserer Partei. Ich finde das genauso relevant. Aber gerade beim Thema Klimaschutz wird man Ihnen wahrscheinlich dann häufig vorhalten, dann wählen die jüngeren Wählerinnen und Wähler eher das Original und das sind die Grünen, hat man ja jetzt auch wieder gesehen. Naja, wir haben ja einen ganz gut abgeschnitten in Rheinland-Pfalz und ich glaube, es ist immer sehr glaubwürdig gewesen, auch für Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, dass ich beispielsweise stehe, auch als Sozialdemokratin für den Klimaschutz, weil ich davon überzeugt bin, es gibt keine soziale Gerechtigkeit, ohne auch an unseren Planeten zu denken, an die Zukunft der Generationen, die nach uns kommen. Insofern dürfen wir da gar nicht nachlassen, aber wir müssen auch die Beteiligung von jungen Menschen klar machen. Ja. Und da könnten wir, wenn wir heute in den Vorstand der SPD schauen und dann auch in die zukünftige Listenaufstellung, werden Sie sehen, wir haben junge Menschen, die gerne mitmachen. Und unser Anspruch als Sozialdemokraten geht natürlich viel, viel weiter. Es ist nicht nur der Klimaschutz, es geht vor allem auch darum, die Welt gerecht zu gestalten. Und da gehört der Klimaschutz dazu. Aber wir wollen auch, dass Klimaschutz kein Luxusgut ist, sondern dass es der Klimaschutz für alle ist und dass alle partizipieren und ihren Platz in unserer Gesellschaft haben. Sie führen in Rheinland-Pfalz, wie viele Beobachter sagen, seit einigen Jahren eine erfolgreiche Ampelkoalition. Was spräche für dieses Modell im Bund? Ja, die Ampel ist schon eine Koalition, die viele Menschen erreicht bei uns im Bundesland, also auch viele Bedürfnisse aufgreift. Klar ist, das Ziel kann ja nie eine Koalition sein, wenn man in eine Wahl geht. Das Ziel muss immer sein, dass man als Partei die stärkste Partei wird und dass man dann die Möglichkeit hat, Optionen zu haben. Und ich habe mir gewünscht, dass ich als Regierungschefin, auch als Künftige, die Option der Ampel wieder habe. Die ist jetzt so gegeben. Darüber freue ich mich sehr. Letzte Frage. Es ist viel von Lust und Zuversicht und Freude die Rede gewesen in der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus. Wie wollen Sie diese Freude aufrechterhalten, auch über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni hinaus, wo dann wieder andere Zahlen drohen?
Ja, also man darf, was die Bundestagswahl betrifft, Landtagswahlen nicht überschätzen, weil ich immer der Auffassung schon war, Landtagswahlen haben ihre eigene Dynamik. Was wichtig ist, sie können motivierend sein, wenn sie so ausgehen wie in Rheinland-Pfalz. Und das ist sicherlich ein Schub für die ganze Partei. Und natürlich muss man mit Wahlergebnissen umgehen. Jetzt kämpfen wir in Sachsen-Anhalt auch für eine möglichst starke SPD. Aber das A und O wird dann sein, dass wir alles reinlegen in einen guten Bundestagswahlkampf und dort zu einem guten Ergebnis dann kommen. Frau Ministerpräsidentin, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.